Herzlich willkommen beim Fokus, die Internetredaktion präsentiert. Heute zu Gast ist Christina Hart-Strehmeier. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin bei der katholischen Frauenbewegung in Kärnten. Liebe Christina, was sind deine speziellen Aufgaben in der Arbeit der katholischen Frauenbewegung? Meine speziellen Aufgaben sind zum einen die Vernetzung zwischen den ganzen Frauenorganisationen in Kärnten. Ich bin zwar erst seit September dabei, aber ich glaube, ich habe mir da schon, auch trotz Corona, da schon einen sehr guten Pool aufgebaut an Kooperationen mit dem Frauengesundheitszentrum. Ja, und im Moment ist meine Aufgabe... Ja, das wollte ich dich eh fragen. Das Hauptprojekt dieser Zeit. Das große Hauptprojekt ist unser Podcast. Nachdem wir im Moment ja gar keine Bildungsveranstaltungen durchführen können, so wie niemand, haben wir uns entschieden, ganz neue Wege zu gehen und einen Podcast ins Leben gerufen, den Podcast Wortgewaltig. Worum geht es in diesem Podcast? Es ist ja Teil auch einer weltweiten Kampagne, was ich gelesen habe in der Vorbereitung. Erzähl ein bisschen drüber. Ja. Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, das ist dieser Aktionsraum vom 25. November, das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember, das ist der internationale Tag für Menschenrechte. In diesem Zeitraum finden ganz viele Veranstaltungen oder sollten ganz viele Veranstaltungen stattfinden, um eben dieses Thema Gewalt, auch familiäre Gewalt, nicht nur Gewalt an Frauen, sondern auch Gewalt an Kindern, sichtbar zu machen, was heuer sehr, sehr schwierig wird, weil eben ganz viele Planungen, die wir hatten, von einem Fackelzug über große Plakataktionen einfach sehr schwierig sind und leider nicht durchführbar sind. Aber wir nutzen jetzt die Möglichkeiten von Social Media und du kannst ja auch sehr gerne das Plakat-Sujet auch einmal in die Kamera halten. Bitte schön. Sieht man das? Ja, das sieht man sehr gut. Sehr fein. Danke. Wie wird dein Podcast ausschauen? Du hast den ja sicher schon geplant. Wer wird da zu Wort kommen? Er ist auch schon fast fertig. Also ich habe mit dem heutigen Tag 8 Interviews geführt, 6 davon bereits geschnitten. Es soll insgesamt 14 bis 16 kleine Podcasts werden, das heißt kurze Audiobeiträge, die nicht länger als 10 bis 12 Minuten dauern, in denen sich Organisationen im Bereich Gewaltprävention, Opferschutz, aber auch ganz, ganz wichtig in der Täterarbeit und auch in der Täterprävention, Organisationen, die in dem Bereich arbeiten, die stellen sich eben in diesem Podcast vor, sich ihre eigene Motivation dort zu arbeiten und auch die Organisation. Wer wird da zu hören sein? Ich bin ja neugierig. Zum Beispiel, und dieses Interview war eines der schönsten, das ich bis jetzt geführt habe, war der Karl-Heinz Weidinger von der Caritas Männerberatung. Wir hören die Frau Steinhauser vom Frauengesundheitszentrum, wir hören die Eva Greiner vom Mädchenzentrum. Heute habe ich mit der Frau Hinteregger aus Spital, die arbeitet in allen Frauenbereichen, die es im Spital so gibt, aber ganz speziell eben mit Migrantinnen. Ja, das ist jetzt ein kurzer Abriss an Gesprächspartnerinnen und Partnern. Ich habe leider nur einen Mann dabei, was ich als Frau schon auch wichtig fände, dass dieses Thema einfach auch mehr von Männern auch bearbeitet wird. Gewalt in der Familie und Gewalt an Frauen ist ja kein Frauenthema, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns da stark aufstellen, egal ob Männlein oder Weiblein, weil auch Männer sollten Feministen sein. Damit wir alle in einer guten, in einer gesunden, in einer sicheren Umgebung leben können. Ja, danke. Wir werden das natürlich auch einblenden, wo man diesen Podcast dann hören kann, empfangen kann, auch die Informationen zum Projekt. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Du bist ja junge Mutter, auch im Social Media sieht man das, wenn man auf deinem Profil nachschaut. Du junge, kreative Mutter, Kindergärtnerin, was motiviert dich in deinem persönlichen Leben, aber auch im beruflichen Leben? Also wo holst du dir hier die Kraft?
Also die Kraft ist ganz sicher in meiner Familie. Auch der Wunsch, meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein, aber auch mit meinen Kindern auf einer Ebene zu leben. Das heißt, nicht ich bin ja die große Mutter, die die Macht ausübt, sondern ich möchte meine Kinder gut ins Leben begleiten, dass sie auch ein gutes Standing haben, dass sie auch mit solchen Krisen wie der Corona-Krise einmal gut umgehen können, werden können, falls sie in diese Situation kommen. Und was mir sehr, sehr viel gibt, ist die Arbeit mit Eltern. Ich bin ja eben auch in Ebenthal als Pfarrgemeinderätin unterwegs. Auch die Reaktionen von den Pfarrmitgliedern, wo ich das Gefühl habe, ich kann denen ein Stück des schweren Wegs erleichtern. Und das ist etwas, was mich eigentlich durch mein Leben trägt. Danke, liebe Christina, dass du zu uns hier in dieses Außenstudio der Internetredaktion gekommen bist. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, Freude, Energie bei all deinen Vorhaben. Dankeschön. Danke.